Ist schon abgefahren hier, ey. Alter. Hier sind schon einige ziemlich geile Gebiete. Muss ich ja sagen. Ich weiß noch nicht, wo. Bist du denn nun? Ich bin nicht so weit geflogen, ich bin nur hier hinten. Ich komme mal zu dir. Aber das ist hier. Hier kannst du ja nichts bauen. Das ist ja. Ja. Was willst du hier hinbauen? Das kannst du ja voll vergessen. Und dann kommst du dann nicht mehr hoch, wenn du einmal oben bist oder wenn du einmal unten warst. Dann, wie willst du wieder hochklettern? Da bist du. Okay. Was ist denn hier? Hier ist eine Kobra. Wo ist sie hin? Ja, das ist noch eine Schlange. Wir sind hier Schlangen auf dem Berg. Muss aufpassen, die sind nicht nett und da hinten sind Zombies jede Menge. Also du möchtest keine Berge, ne? Da müssen wir uns ja sowieso irgendwo hinbewegen. Aus in die Richtung. Das sieht schon ein bisschen mehr nach Wasser und ein bisschen Schnee und. Wasser und ein bisschen Schnee. Okay, hat. Uah, Creeper. Boah, ist der schnell explodiert. Hilfe. Der hat mir aber keine Chance irgendwie gegeben, mal auszuweichen. Der sagt der. Das sind Vögelchen. Da ist ein Golem da hinten. Also vom Level her müssen wir, also vom Extreme Hills. Also wir sind auf Extreme Hills und wir sind auch schon auf, ja, wir sind gerade mal auf. Hallo Vogel, sei mal ruhig. Wir sind gerade mal auf Ebene 93, also so hoch sind wir gar nicht. Wo bist du? Ich bin hier unten. Unten bist du. Ah, hinter dir. Hinter dir? Hoch ein Stück, den Kopf. Ach da. Dann gleich hoch. Da unten ist eine Stelle, da ist ganz viel Kohle. Kohle? Die könnten wir gebrauchen, ne? Viele Bogenschützen, das ist nämlich hinter der Lava. Hinter der Lava. Gucken wir doch mal. Genau da. Da ist, hier ist Kohle? Wo ist hier Kohle? Da unten drin. Da unten drin? Wie soll ich denn da hinkommen? Momentan, also Fackeln habe ich noch welche. Das ist jetzt nicht das Problem. Nur zum Kochen ist halt gerade blöd. Ich mal dahinter. Du tust was? Ich bin jetzt dahinter geflogen. Ach so. Verstehe. Ich kann die Lava rausmachen von hier oben mit dem Erdblock. Wenn's du magst. Nee, geht schon. Wenn sie das dann mögen würden. Ich bin jetzt drin. Dauert das jetzt mal weiter. Perfekt. Also hier ist eigentlich schon gar nicht so doof. Hier kann man ziemlich geil hier den Berg so hochbauen mit irgendwas. Also hügeliger als das wird das nicht, weil das Biom heißt Extreme Hills. Also mehr Hügel wird's nicht. Ja, also so richtig wohl fühle ich mich hier noch nicht. Da ist eine Hexe. Ja gut, nee, dann suchen wir noch ein bisschen. Wir sind ja erst eine Stunde dabei. Ja, wohl überlegt sein. Ja, das ist wohl wahr. Am Ende ist man immer schlauer. Ich weiß nur nicht, in welche Richtung. Ich würde jetzt einfach mal vorschlagen, in die. Ich fliege mal eben rüber. Das geht aber auf die Haltbarkeit hier. Oh, das ist ein Häschen. Glücklicherweise geht die Sonne gerade wieder auf. Maulwürfe ohne Ende. Ganz viele Maulwürfen. Oh, Bunnies und Ratten. Eis. Das sind Eisratten. Ich bin quasi da, wo du bist, nur zu Fuß. Hier auf den ja, ich weiß. Der Baum hochgeflogen. Was ist denn da für eine Burg? Das ist ein Eisschloss. Das ist ein Eisschloss. Und hier sind Häschen. Und hier sollte man nicht runterfallen, weil sonst ist man ziemlich dood. Hier ist schon cooler. Das hier ist schon cooler, weil da noch Grün dabei ist und. Du meinst da unten? Ich würde sagen, wir sollen erstmal in das, obwohl in das Eisschloss, glaube ich, keine so gute Idee. Oder? Warum nicht? Bist du sicher? Hält mein Ding dann noch? Ja. Weil das meistens mit ziemlich vielen Spawnern gleichzusetzen ist, die ziemlich. Tatsächlich. Viel Zeug einem. Da sind Spawner.
Und was spawnt da? Konnte ich noch nicht erkennen. Ich guck mal. Was ist denn das? Was ist denn da drin? Also da ist ein Zombie. Und da sind... Sind das Spinnen? Ich glaube, das sind Spinnen. Da sind auch Truhen drin mit irgendwas, aber... Ich weiß nicht, ob ich da rein will. In diese Eisburg. Ich bin jetzt mal gerade drin. Wo siehst du da Truhen? Truhen sehe ich gerade gar keine. Vielleicht ist es auch nur eine Eisburg ohne Truhen, mit nur Gegnern. Wir sind jetzt in der glücklichen Lage, dass Eis durchsichtig ist. Oder ist es unten drunter? Das passiert ja auch oft genug. Wie komme ich hier jetzt runter? Ja, ich weiß was. Kacke. Das ist Eis, da ist Wasser drin? Oder wird Eis zu? Eis kann sich zu Wasser verwandeln, ja. Aber das Ding ist mit Wasser gefüllt, oder? Warum fliege ich? Was ja, ich sehe schon. Fließt ab. Ist das Ding voll Wasser, das Schloss? Oder sieht das nur so aus? Ah, ich falle! Das war knapp. Boah. Wieso habe ich jetzt keinen Schaden genommen? Keine Flügel mehr? Doch, doch. Flügel habe ich noch. Ich habe nur irgendwie... Ich teste mal eben was. Komisch, dass sich Wasser immer in den Fluss verwandelt, war mir auch neu. Eis, meine ich natürlich. Guck mal, was da für ein Lavasee runterfällt. Alter, Finne. Schon ganz schön krass hier. Geh ich mal auf den Berg da gegenüber. Ja, den habe ich gerade auch mir ausgeguckt. Der ist schon ziemlich geil eigentlich. Dem könnte man schon mal was anfangen eigentlich. Und da gegenüber ist dann nämlich noch ein anderer Berg. Hier oben ist so ein bisschen netter. Wir hätten auf jeden Fall keinen Lavamangel. Immer Beleuchtung. Immer Beleuchtung, ein Eisschloss um die Ecke. Nur ein bisschen wenig Platz, meiner Meinung nach, oder? Obwohl, gut, hier hinten ist ja noch mehr Platz hier in allem. Ich sag mal, das Haus oder die so eine Burg hinbauen. Das Problem ist, dass es hier runter so abgehackt runter geht und kein, weil hier ist direkt so eine Klippe. Ja, dann hast du halt eine Wendeltreppe, die nach unten geht, zu dem Bereich. Und dann gehst du da runter. Dann hast du da deine Anpflanzmöglichkeiten etc. Das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht, dann könnte man von hier oben, von der Höhe her ist es auch ganz angenehm, dass man dann mal auf die ganzen, ich sag mal, Anbaugebiete oder so runterblicken kann. Du meinst, dass quasi hier oben drauf dann die Hauptburg ja. Quasi ist? Ja. Uppala. Beispiel. Das war, glaube ich, der Waschbär, den ich da gerade gehört habe. Ich guck mir das ganze Ding mal von unten an, einmal. So einen Weg nach oben gibt's. Ja, der Berg ist recht klein eigentlich. Das ist das Problem. Also viel Berg ist da nicht. Hier ist natürlich jede Menge drumrum. Logischerweise. Aber das ist auch eher hügelig. Was ist denn das für ein Chaparral-Biom, was auch immer das bedeutet. Noch nie gehört das Wort. Aber ich glaube, dass, das Problem löst sich, sobald wir da drüben angekommen sind. Ja, der ist noch cooler, der wäre ich, ne? Der ist gerade ziemlich abgefahren. Ich sollte nur laufen, weil dafür komme ich sonst nicht mehr hoch. Aber der sieht vielversprechend aus, finde ich. Oder was denkst du? Was denkst du dazu? Guck mir das mal von hier oben an. Ich komm mal mit. Ja. Das hier sieht doch, also von der Masse her ist das hier sehr... Hier ist gut. Hier ist Platz. Also hier ist mal Platz. Was ist das für ein Biom? Das ist Mountain. Ja, also hier ist Mountain, kann man das definitiv nennen. Ich glaube, diese Schlange ist ziemlich aggro. Ich dachte gerade, wie mich angreifen. Wollte sie aber nicht. Hier ist gut. Hier ist total in der Mitte auf dem Berg. Mit Panda-Bären. Die Stelle ist geil eigentlich, ne? Ja, generiert sich hier gerade. Ich stehe gerade auf so einer Tanne drauf. Und guck mal hier in die eine Richtung. Das ist noch ein höherer Berg. Ja, ich sehe es. Aber hier generell in dieser Talsenke, wo da noch ein bisschen Wasser drin ist und die Panda-Bären, finde ich schon. Auf welcher Tanne bist du eigentlich?
Warum sehe ich dich nicht? Ich denke, wo Panda sind. Oh, guck mal, da die Höhle. Cool. Oh. Alles noch dran? Ja, ja, die Katze rennt hier irgendwelche Sachen um. Ich weiß nur nicht, was das war. Keine Ahnung. Klang schlimmer als es ist. Wo bist du denn jetzt schon wieder? Ich bin einmal ein bisschen höher geflogen, also den Berg hoch, wo wir gerade hingeflogen sind, und dann rechts zu dem noch höheren Berg, der dort ist. Hier sind 3 bis 4 Berge, die... Oh, Kacke! Ja, ab rechts. Aua. Boah, halbes Herz habe ich noch. Oh, ein Bogenschütze! Oh, nein, 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 bitte nicht. Bitte. Ich bin so gut wie tot, ich bin so gut wie tot, ich bin so gut wie tot, ich bin so gut wie tot. Hier ist eine Ratte. Sumpfgebiet sehe ich hier. Wasser, Wasser. Ich habe mich gerade mal eben eingebaut in irgendwas und muss mich mal eben recken. Also irgendwo hier ist ein Bogenschütze und ich kann nichts gegen ihn unternehmen. Das macht dann die Sache... Erstmal was in Ruhe essen. Du willst erstmal was in Ruhe essen. Nee, du sollst ja erstmal was in Ruhe essen. Ich bin ja dabei, ich bin ja dabei. Bin ja gleich schon wieder vollgeladen. Ich habe ja volles Essen gehabt. Ich brauchte ja nichts essen. Ich könnte Venusfliegenfallen um mich herum aufstellen. Flügel habe ich auch keine mehr. Toll. Wäre auch zu einfach gewesen. Mit Flügels. Ich guck mal eben. Wie jemand ist, der mich töten möchte. Sieht aber gerade ganz gut aus. Ich glaube, ich kann mich rauswagen. Betonung liegt auf, ich glaube. Ja, ich kann mich rauswagen. Doch, 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 geht. Okay. Ich weiß aber nicht, ich habe keine Ahnung, wo du bist und ich weiß auch nicht, wie ich da hinkomme. Weil ich habe keine Flügel, ich habe nichts, um Flügel zu bauen und ich bin hier quasi... Okay, dann machen wir es mal anders. Und wo könntest du mir noch beschreiben, wo du bist, von dem Startpunkt, wo wir... Da, wo wir gerade den Berg das erste Mal hochgeflogen sind, da in der Nähe. Okay, dann fliege ich jetzt hier mal gerade ein Stück für Stück, weil sonst sind meine Flügel auch gleich weg. Ich versuche gerade raus, dich zu sehen, aber... Da bist du. Ja. Also ich meine auch eigentlich so hier, quasi. Zum Starten? Ja, ist die Frage, ob du eher oben oder eher unten anfangen willst. Guck mal, hier ist noch ein bisschen. Kannst du noch ein bisschen mitfliegen? Ja. Also man könnte hier, oder guck mal, da drüben, der Weg ist nochmal eine Ecke, nochmal eine Ecke größer. Da oben drauf ist er noch größer, oder? Vorsicht, Ratte. Und, also das ist einmal das eine. Und guck mal hier auf der anderen Seite, wenn man jetzt hier rüber geht noch. Ja, Moment. Ich muss mal eben hier die Sachen mitnehmen, die hier rumliegen. Ja, kann ich dich doch gar nicht wohl. Bin direkt hinter dir. Die Höhle da in dem Berg. Die ist fett. Die ist cool, ne? Ja, die ist geil. Dann könnte man da oben auf den Berg ausbauen. Hier hat man genug Hügel, wo man hügelig bauen könnte. Vorsicht, Venusfliegenfalle. Die sind fies, ne? Ja. Aber sind, finde ich jetzt auch nicht so doof eigentlich. Ich finde die eigentlich ganz cool. Vor allem, wenn man diese benutzen würde, finde ich die geil. Kann man eine super Monsterfalle rausbauen. Ich muss mal eben hier so ein paar Beeren essen. Ach, das ist was. Ich hau mir direkt einen Schnitzel rein. Soll der Geiz. So. Ja. Wo fangen wir denn am besten an? Und die beste Frage ist, womit? Ich würde sagen, wir laufen einfach mal... Pass auf, ich sag jetzt einfach mal, wir gehen jetzt hier oben hoch. Moment. Ja, hier ist die Klippe schon wieder so doof. Ich will eigentlich nicht unbedingt an so einer Klippe. Deswegen wäre da hinten auf der anderen Seite, im Prinzip auf der gegenüberliegenden Seite von hier. Also...
Hier. Ob es jetzt hier an der Kante ist oder hier oben. Oh krass, Riesenschlangen hier. Ja, die kriegt man ja weg. Pass auf, die greifen dich an, ne? Oh, ich hab nichts mehr, womit ich schlagen kann. Doch. Pass auf, die andere ist eine Boa oder eine Kobra, die macht dann so, wenn er sie. Da, sie richtet sich so auf. Voll geil. Treffen. Oh, das warst du. Nicht mich. Und Schlangeier. Im Prinzip quasi genau hier, wo wir jetzt sind. Hier wäre doch eigentlich optimal, oder nicht? Hier würdest du also gerne hinkommen. Ja, hier kann man überall, ohne jetzt die allzu große Klippe zu haben, runterlaufen. Bin den aber schon nicht ungeil. Welchen? Den Berg. Gegenüber den? Hm? Ja, aber da kommt man so schlecht hin, weißt du? Dann kannst du da oben was bauen, aber da musst du immer so viel begradigen und dann kommst du aber immer nur 100.000 Kilometer runter. Ich würde es wirklich anders machen. Ich würde dann halt sagen, okay, dann baue ich da die Hütte hin und dann nach unten hin so eine Art Wendeltreppe, wie wir die in den Tower hatten. Mhm. Und dann geradeaus wieder auf diese geraden Flächen hier. Da würde ich gerne ein Haus hinsetzen. Ich meine, wir können da ja auch eins hinsetzen. So weit weg ist das ja nicht. Ich sag mal, wenn wir hier anfangen und nach da weiterarbeiten, dann kommen wir da auch relativ schnell hin eigentlich. Oder ob da jetzt ein Haus oder ob da jetzt eine Burg oder irgendwas ist. Oder wir machen wieder, wie wir es eigentlich mal damals in Folge 20 geplant hatten, jeder macht sich ein eigenes Haus. Was in der Nähe von dem anderen ist, aber nicht das gleiche ist. Ja, weil da würde ich nämlich gerne so, es gibt doch diese modernen Hütten in, ich weiß nicht, Amerika oder so, wo du dann wirklich nur so eine Art Pfosten, das Haus steht so über dem Bällchen weg und solche, solche Stahlträger, die ich weiß, was du meinst, ja. Inhalten. Also ob das jetzt eine Form von einem Haus oder einer Burg ist oder so, das wird sich dann noch zeigen. Also das soll noch nicht sagen. Wow. Also so Wolkenpalazzo-mäßig. Fast schon. Ja, so in der Richtung. Jetzt sterbe ich gleich erstmal. Nicht tun. Hau da ab, flieg einfach weg. Wind kann ich ja. Kannst auch fliegen, zumindest kurzzeitig kannst du fliegen. Also. Wind, wir legen mal uns ins Bettchen. Ich habe so ein paar Pfeile im Gesicht. Das ist hier absolut ungesund, sich hier ins Bett zu legen. Wird schon hinhauen. Ich tue es gerade, ich lieg schon im Bett. Da bist du. Okay. Bei mir wird schon dunkel. Ja auch. Ah. Was? Das hat funktioniert. Ich bin begeistert. Da hinten brennt schon wieder alles. Free XP, da hinten ist ein Werwolf, also pass auf. Also, da ist jetzt ein Mensch, der wird jetzt... Den müssten wir eigentlich jetzt töten. Eigentlich müssen wir den über den Haufen hauen. Ich trete mir im Schuck. Wir haben gerade wieder Federn. Achso, ich habe ja die anderen Federn abgesetzt. Stimmt. Geil. Du hast mir eins gegeben. Ja, und ich hatte noch ein paar schlechte, hatte ich jetzt nochmal gerade angewählt, damit ich die so ein bisschen so knapp über den Boden fliege. Mhm. Das sollten die weg sein, das ist dann... Hier ist eine Ratte. Es gibt übrigens auch Ratten, die einen angreifen. Ich töte mal eben den Menschen da hinten. Ah, das ist ein Creeper. Scheiße, ich töte ihn nicht. Der ich mag diese ganzen kleinen Pflanzen, die hier überall rumwachsen, die finde ich total toll. Und das Laub und alles, das finde ich super. Das war eine perfekte... Also das war ein guter Mod. Das war der letzte, den ich noch mit draufgehauen habe. Ich hatte noch ein paar andere sinnvolle, die ich erst dachte, die wären sinnvoll. Ich habe es dann gelassen. Ich habe zum Beispiel einen gefunden, wo du mit einer Flasche und dreimal Samen kannst du so ein spezielles Item herstellen, wo du aus Erde Gras machen kannst. Das heißt, wenn du irgendwo unter Erde baust und das grün haben willst, dann musst du nicht extra einen Weg hinlegen, der das anbaut, sondern du kannst es quasi direkt grün machen. Also so Wiese machen. Aber das fand ich dann irgendwie auch so... Nee. Das fand ich dann irgendwie doof. Das war dann schon wieder zu gescheatet irgendwie. Ja. Fand ich. Auch wenn ihm wahrscheinlich jetzt einige sagen würden, boah, die Flügel, Alter. Ja. Aber also, ich finde die gut. Die sind praktisch. Die haben, ist ja, ne, ich, mit der Haltbarkeit finde ich die gar nicht mehr so mega praktisch sind die jetzt auch nicht. Die können einen kurzzeitig retten, aber man kann ja jetzt nicht so viel mitmachen, weil die ziemlich schnell, ja, ziemlich nutzlos werden. Weil die dann einfach einen in den Tod stürzen lassen. Und das macht die Sache nicht allzu angenehm.